macht auch viel Technik. Später dann, bei diesem Thema ist es schon immer recht schön, auch Bilder zu sehen. Naturwesen, ja, wir haben vielleicht eine Vorstellung davon, aber dann auch Bilder zu sehen, ist sicherlich sehr bereichernd. Deswegen freue ich mich, dass er das dafür uns übernimmt. Ja, ich bin Österreicherin, bin ursprünglich, also komme aus der Pädagogik. Ich bin gelernte, studierte Pädagogin und habe sehr lange auch unterrichtet. Und seit über 10 Jahren arbeite ich aber alternativ in der Richtung Naturwesen, Zahlenmystik, was ganz Spezielles auch, ja, und auch neue Homöopathie nach Körbler, Lichtquantentherapie, also das sind so meine Schwerpunkte. Und mit Naturwesen habe ich eben ganz besonderes Verhältnis und freue mich, dass ich Ihnen heute das Buch vorstellen kann, daraus lesen darf und ein bisschen was erzählen kann. Und ich bitte Sie ruhig, mir dann Fragen zu stellen, ja, oder auch Erfahrungen einzubringen. Das macht das Ganze dann besonders lebendig. Ich werde ungefähr eine Stunde reden, dann eine kurze Pause machen für Toilette oder was trinken. Und anschließend lade ich Sie ein, einfach zu fragen. Ja. Gut. Ist, dass ich mich noch näher mit Naturwesen beschäftigt habe, das möchte ich gern vorlesen. Vor allem auch, weil mich schon viele Leute gefragt haben, ist diese Geschichte, die hier am Anfang des Buches steht, wahr oder erfunden? Also sie beruht wirklich auf einer wahren Begebenheit und ich möchte sie gerne einmal zu Beginn vorlesen, damit sie einen Eindruck bekommen, auch ja, wie bin ich zu den Naturwesen gekommen. Also alle, die sagen, naja, ich werde den Zugang nie finden, weil das muss man ja schon als kleines Kind können, kann ich Sie beruhigen. Bei mir war das nicht so. Ja. Ich habe den Zugang erst seit einigen Jahren, 5, 6 Jahren oder so. Also das ist erlernbar. Ja, und dieses Buch Naturwesen-Essenzen, das wurde eben verlegt im Verlag Neue Erde. Neue Erde ist spezialisiert auf Naturthemen, Naturwesen. Und erscheint mit einem Kartenset und Neue Erde hat sich da wirklich bemüht um eine ganz tolle Aufmachung. Das ist so ein Magnetklappverschluss, das heißt, man kann das reinstellen wie ein Buch ins Regal. Das Buch ist drinnen, die Karten, es rutscht nichts raus. So. Beginnen mit dem Tanz der Elfen. Als kleines Mädchen habe ich mir immer vorgestellt, Elfenkinder tanzen nur bei Vollmond über die hell beschienenen Wiesen. Ich habe so fest an sie geglaubt, dass sie in der Tat vor meinen geschlossenen Augen ihren Reigen getanzt haben. Jedoch, kleine Mädchen gehen nicht bei Vollmond in den Wald, um Elfen tanzen zu sehen. Auch ich durfte es nicht. Nun bin ich erwachsen und erlaube mir, das zu tun, was ich mir als kleines Mädchen erträumt habe. Ich habe sehr viele persönliche Erlebnisse und Begegnungen mit Naturwesen gehabt und habe sie immer noch. Aber nicht nur mit Elfen, sondern auch mit Faunen, Nymphen, Gnomen und vielen anderen, die ich vorwiegend in den Waldviertler und Weinviertler Wäldern getroffen und kennengelernt habe. Sie haben durch meine Gedanken zu mir gesprochen und mir damit zu vielen neuen Erkenntnissen verholfen. Ich liebe diese feinen Wesen und bin glücklich darüber, dass sie nicht nur in den Märchen meiner Kindheit erscheinen, sondern dass sie auch in der Realität meines und unser aller Leben anwesend sind. Eines dieser Erlebnisse der ganz besonderen Art ist tief und fest in meiner Erinnerung verankert. Es geschah am sogenannten Karpatenblick, einem besonderen Ort der Begegnung, in meinem Heimatort Manzen-Rackendorf in Niederösterreich. Es war einer dieser mystischen Tage und er neigt sich dem Ende zu. Eine Mondfinsternis steht uns bevor. Und ich möchte unbedingt wissen, ob sich meine geliebten Elfenkinder auch bei Mondfinsternis zeigen. Dass Zwerge, Gnome, Faune, Nixen, Nymphen und alle anderen Naturgeister sich bei solchen Gelegenheiten im Wald treffen,
Das weiß ich seit geraumer Zeit. Und nun will ich wissen, ob auch Elfenkinder dabei sind. Ich habe gute Freunde, die bereit waren, mit mir bei dieser Mondfinsternis den nächtlichen Wald zu besuchen. Gemeinsam steigen wir einen Hügel hinauf und beobachten dabei andächtig, wie sich der Erdschatten vor den Mond schiebt und ihn großteils verdeckt. Der Himmel ist klar, die Sterne beginnen stärker zu leuchten. Ich lehne mich an einen Baum und verfolge andächtig dieses Schauspiel. Mit einem Mal ist mir, als lege sich ein zarter Schleier über meine Augen, und ich frage meine Freunde noch verwundert, ob sie das auch spüren. Ich habe noch nicht gemerkt, dass sie längst Abstand von mir genommen haben. Denn auch sie möchten das Schauspiel auf ihre Art genießen. Und mit einem Mal sind sie alle da. Die lustigen, zu stetem Schabernack aufgelegten Gnome, die von Weisheit und Erfahrung durchdrungen sind. Das kleine Bächlein, das munter plätschernd über die Waldlichtung fließt, ist auf einmal der Tummelplatz der fröhlichen Nymphen, die vergnügt mit den Wassertropfen spielen. Zu meinen Füßen hat sich eine Gruppe von Feuersalamandern versammelt. Ihre gelben Hautflecken leuchten wie kleine Feuerzungen am Erdboden. Mit großer Vorsicht kommt Pegasus angeflogen. Er ist mir seit meinen Kindertagen ein lieber Freund, hat meine Fantasien und Träume unterstützt und mir manches Mal geholfen, sie in die Tat umzusetzen. Ich finde es wunderbar, dass er sogar in Begleitung kommt. Zu seiner Rechten schwebt die Hüterin der Kristalle. Aus ihrem ernsten Blick leuchten Erfahrung und Weisheit. Zu meiner Linken hält die Regenbogendeva schützend ihre Flügel über das Geschehen. Sie hat als Einzige den kleinen Gehobbier entdeckt, aus dessen Augen Missmut und schlechte Laune blitzen, will er doch immer im Mittelpunkt stehen. Aber diesmal muss er sein Temperament zügeln und sich etwas zurücknehmen. Er will ja dabei sein und nicht ausgeschlossen werden. Ich lehne mich noch fester an die Rinde meines Baumes, dessen Blätter mir im leisen Rauschen des Abendwindes zuflüstern. Sei unbesorgt, mein Geist gibt dir Halt, den Mut und die Kraft, damit du das Geschehen rund um dich auch richtig verstehen und erkennen kannst. Ich öffne meine Augen und sehe meine geliebten Elfen tanzend über die Lichtung des Waldes gleiten, beobachtet vom Hüter des Waldes. Und plötzlich fühle ich, wie ich von neuen Erkenntnissen überflutet werde. Ich bitte alle diese Wesen um ihre unterstützende Hilfe für meine neuen Aufgaben. Bis zum jetzigen Zeitpunkt habe ich meine ganze Kraft und Energie für die Selbstheilung der Erde eingesetzt. Ab jetzt werde ich als Botschafterin zwischen zwei Welten agieren. Ich will die Kräfte und Energien der Naturwesen mit den Menschen in Verbindung bringen und den Kontakt und die Kommunikation zwischen ihnen herstellen. Ich spüre, wie tiefe Liebe aus meinem Herzen auf diese Wesen übergeht und wie groß die Freude als Glückseligkeit zu mir zurückfließt. In einem bunten Reigen von Melodien und Düften nennen sie mir ihren Namen und lassen mich durch ihre Augen tief in ihr Inneres schauen. Mein eigenes Ich wird ein Teil der Naturwesen. Ich spüre ihre Gefühlswelt und erfülle ihren Aufgabenbereich, ihre Möglichkeiten, ihren Segen für die Schöpfung. Ich werde eins mit ihnen im Wissen um das mystische Geheimnis der Natur. Danke, geliebte Mutter Erde. Danke, großer Weltengeist, dass ich dies alles erleben und daran teilhaben darf. Das Plätschern des kleinen Baches, das leise Rauschen in den Blättern meines Baumes und der zarte Ruf eines Käuzchens holen mich wieder in meine Gegenwart zurück. Groß und rund steht die leuchtende Scheibe des Mondes am Himmel über mir. Nur die geheimnisvolle Dämmerung auf der kleinen Waldlichtung erinnert mich an das eben Geschehene.
Langsam kommen meine Freunde auf mich zu. Auch sie haben an meinem Erlebnis teilgenommen. Mein Freund hat sie alle miterlebt. Die Zwerge, die Elfen, die Gnome, die Baumgeister, Pegasus mit seinen beiden Begleiterinnen, der Regenbogendeva und der Hüter in der Kristalle, die Feuersalamander, die Nymphen und den Torhüter, die Sylphen und den Hüter des Waldes. Auch den kleinen, immer so zornigen Gehobia. Meine Freundin Edeltraut hat sie auch erkannt und gespürt, wie die kleinen Wesen an ihr zupften, ja sogar durch körperliche Berührung mit ihr Kontakt aufnahmen. Mein erfahrener, weiser Freund Leopold stellt schmunzelnd fest: Jeder erkennt die Naturwesen auf seine Weise. Wichtig ist nur, dass man sie erkennt. So ist es, weil es immer so war und es immer so sein wird. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Ja, viele meinen, ich muss sie sehen, die Naturwesen, sonst kann ich sie nicht wahrnehmen. Das stimmt nicht. Erstens mal sind Naturwesen, sind ganz feinstoffliche Wesen, die dafür zuständig sind, alles auf der Erde zu formen, zu schützen. Denn wir Menschen zum Beispiel sind auch erbaut, eigentlich stofflich, erschaffen von Körperelementarwesen, also von Naturwesen, die unseren Körper eigentlich bilden, pflegen und erhalten. Denn als geistige Wesen könnten wir sonst auf dieser Erde eigentlich nicht existieren. Das heißt, alles hier auf der Erde, diese wunderschöne Pracht an Pflanzen und Tieren und Bergen und Landschaften und Menschen, wurde von Naturwesen erbaut, erschaffen. Die sind aber so feinstofflich, dass man sie normalerweise nicht sehen kann, weil sie ja gar keinen stofflichen Körper haben. Sie zeigen sich aber uns, wenn sie Zutrauen haben und wenn wir Respekt und Achtung vor ihnen haben, wenn sie unsere Liebe spüren, dann zeigen sie sich. Und da jeder von uns eine andere spezielle Wahrnehmung hat, sehen sie manche, andere spüren sie eben zum Beispiel auch körperlich, wie ein Zupfen oder ein Kitzeln, andere fühlen es aus dem Herzen, andere kriegen wieder telepathische Botschaften, andere hören gewisse Geräusche und erkennen sie daran. Bei meinem letzten Workshop, da war auch eine Dame dabei, die ganz toll an den Gerüchen sie wahrgenommen hat. Ja? Also es gibt wirklich verschiedene Wahrnehmungsmöglichkeiten und öffnen Sie sich dafür, jeder hat eine andere. Wichtig ist, sich selber einfach zu vertrauen. Wenn ich das Gefühl habe oder etwas höre und meine, das ist ein Naturwesen, dann ist es das. Ja? Die Zweifel, die bringen uns nur weg von ihnen. Also dieses Vertrauen haben. Das Buch, das ich hier geschrieben habe, heißt Naturwesen Essenzen, weil es davon Essenzen gibt. Aber ich sage Ihnen gleich, der Titel irritiert ein bisschen, denn ich schreibe in diesem Buch sehr viel darüber, wie kann man Kontakt mit Naturwesen aufnehmen, generell. Wie helfen sie uns? Ja? Wie helfen uns die Naturwesen? Sie wollen uns ja helfen. Sie haben früher zur Zeit Lemurias auch mit den Menschen in Einklang gelebt und die Gnome haben Menschen eingeladen und die Elfen, das wusste man, waren Begleiter der Kinder. Also das war ein ganz natürlicher Umgang. Dann mit der Zeit haben sie sich zurückgezogen mit zunehmender Verdichtung der Menschen und Technologisierung und so weiter. Aber sie sind so von Liebe erfüllt, dass sie uns trotzdem immer noch helfen wollen. Und das eben auf verschiedene Art und Weise. Und meine Absicht mit dem Buch, aber auch so, ist eben, die Menschen wieder mit dem Naturwesen in Kontakt zu bringen. Also da ein bisschen vermitteln zu dürfen, dass der Kontakt wieder aufgenommen wird. Und das Zweite ist, sie haben mich ausdrücklich aufgefordert, eben Essenzen herzustellen. Das war in Griechenland dann auch bei diesem Seminar. Weil sie sagen, es geht dann sehr einfach mit den, also wenn ich solche Essenzen verwende, geht es noch viel einfacher, mit ihnen in Kontakt zu kommen. Und außerdem stärken sie unsere Selbstheilkräfte. Ich werde Ihnen dann später ein paar Beispiele vorlesen und erzählen. Also das sind die zwei wesentlichen Aspekte. Und wenn Sie jetzt in den Wald gehen und ein Naturwesen in einem Baum wahrnehmen und Ihre Freundin sagt, ich sehe nichts, okay,
dann hat sich dieses Naturwissen eben nur ihnen gezeigt. Ja, also Vertrauen haben, man muss nicht darauf hören und Bestätigung bekommen von anderen, manchmal ist das ganz nett, aber Vertrauen haben. Ja, das eine zeigt sich mir und das andere meiner Mutter. Ich werde noch nie vergessen, bei meiner Mutter war es mal so, die war auch katholisch erzogen und es war für sie natürlich ein Umdenken, dass es das alles geben soll, wovon ich rede. Und da hatten wir mal so ein Erdheilungsritual gemacht und sie hat gesagt, also liebe Elfen, wenn es euch gibt, dann bitte zeigt euch. Und dann hat sie wirklich so tanzende Lichter gesehen. Und dann hat sie gesagt, wenn du wirklich eine Elfe bist, dann bitte zeig dich noch einmal. Dann hat sie es noch einmal gesehen. Ja. Da sind wir auch gleich wieder beim Bitten und Danken. Ja. Das ist, also das möchten sie. Das ist dieser Respekt, diese Achtung. Ja. Das hat sich auch bewahrheitet, wenn wir bitten und danken, helfen sie noch stärker. Also ja, und es gibt dann eben auch Bilder und ich zeige die Bilder auch und es gibt Karten, die man ziehen kann. Und ich werde jetzt noch Verschiedenes eben vorlesen. Zum Beispiel jetzt einmal ein Erfahrungsbericht von einer Frau mit Elfen. Marlene erzählt nach der Einnahme der Essenz Elfenrad. Wenn ich die Tropfen einnehme, fühlt es sich so an, als würden aus einigen Körperteilen bunte Blumen herauswachsen. Am ersten Tag war meine Brust ein Blumenmeer. Bald schon folgten der Bauch und das Becken. Scheinbar brauchte ich die Hilfe der Elfen dort ganz besonders. Ich sah und spürte, wie die Elfen um mich herumschwirrten. Die Blumen sind wie Balsam auf meine seelischen Verletzungen. Schön, dass diese jetzt ausheilen dürfen. Ich habe sicherlich einige Kilo Ballast von mir abgeworfen und fühle, dass ich jetzt in meiner Mitte fest verankert bin. Während einer Meditation besuchte ich einmal die Elfenkönigin in ihrem Schloss. Sie gab mir über meine Gedanken wertvolle Tipps für meine Gesundheit. Ich war sehr berührt von diesem Kontakt mit der Elfenkönigin. Schon öfter in meinem Leben habe ich gespürt, dass Elfen mir gut tun, ohne dass ich mich darauf fokussieren muss. Gelingt es mir aber dank der Essenz Elfenrad, jetzt diese Wesen ganz leicht zu spüren. Leicht und schnell. Das war also eine Erfahrung mit Elfenrad. Sie helfen übrigens auch, also diese Naturwesen helfen auch vor allem die Elfen, weil ich eben davon gelesen habe, sehr stark Pflanzen und Blumen. Blumen, Zimmerpflanzen zum Beispiel, die schon ganz traurig sind und alles hängen lassen, wenn man sie mit Elfenrad besprüht oder was ins Gießwasser gibt. Wenn man sie umtopft zu ungünstigen Zeiten oder in ja, zu kleine Töpfe, was auch immer da manchmal an Fehlern passiert. Da habe ich sehr viele Erfahrungsberichte schon gehört, gerade von Elfen. Und Naturwesen generell helfen auch sehr gut Tieren, ja? Also nicht nur uns Menschen, auch Tieren, da muss man dann auch sagen, Tieren und Pflanzen, da kann man auch nicht vom Placebo-Effekt sprechen, obwohl ein Placebo-Effekt auch was Tolles ist, aber nicht mal das ist möglich. Also es ist ganz wunderbar, ich habe Berichte gehört von Pferden, positive, von Kaninchen, ganz tolle, wenn Zeit ist, erzähle ich dann noch einen speziellen, und auch von einem Papagei. Ja. Das waren die Elfen. Die schützen, also das Seelenkleid, die helfen auch ganz stark, sich selbst zu erkennen und auch zu erkennen, aha, was hat jetzt Ursachen an meinem Befinden, mit dem ich gerade nicht so glücklich bin. Das sind die Elfen. Dann die tanzenden Nymphe. Also Nymphen, das sind diese Wasserwesen, ganz elegant, ganz fein, ganz zart. Und auf dem Seminar in Griechenland ist es einer Seminarteilnehmerin gelungen, über dem Meer wirklich so eine Nymphe zu fotografieren. Und nach diesem Bild hat Claudia Kriwak, die Künstlerin,
dann auch die tanzende Nymphe gezeichnet, weil die hat sich uns gezeigt. Das war so schön, wenn man das sieht, vielleicht erfassen wir es dann nachher noch auf dem Bild, wie die ganz elegant über das Wasser schwebt und tanzt. Und diese tanzende Nymphe, die war auch sehr wichtig für mich, weil sie hat mir eigentlich mitgeteilt, dass ich bei den Erdheilungen, die ich schon seit vielen Jahren mache, und teilweise an Plätzen, wo wirklich sehr viel Leid passiert ist und wo wirklich tief eingegraben negative Emotionen, Folterungen und so weiter sind. Und ich war da immer mit sehr viel Ernst bei der Sache. Ja? Und gerade diese Nymphen haben mir dann gesagt, das ist zwar schön, dass ich es ernst nehme, aber es ist wichtig, dass ich da auch Heiterkeit reinbringe und dass man dann auch singt und tanzt, so haben wir es auch schon erfahren, und lacht und lustig ist. Ja? Also ganz wichtig, das mögen sie und dazu verhelfen sie uns auch. Wenn man sich ein bisschen gedrückt fühlt zum Beispiel, ja, dass sie bringen wieder Heiterkeit in uns. Sie helfen uns auch, ich besprühe das so gern im Raum. Wenn ich den Raum damit besprühe, vor allem in den Ecken, ja, weil in den Ecken, da hängt die Energie immer am schwersten, so wie der Staub. Und da kommt wieder Heiterkeit und Leichtigkeit in den Raum. Ja, das sind die Nymphen. Und da ich mit denen eben, einige haben es vielleicht gesehen, den Afaya-Tempel auf Egina, da haben wir Bilder gezeigt, also so starke Erfahrungen gemacht habe. Ich war da dreimal, einmal allein, viermal sogar einmal, na dreimal, einmal mit den Seminarteilnehmern im Sommer beim Naturwissensseminar und dann noch ein drittes Mal, da haben mein Mann und ich gemeinsam über die Lebenskräfte ein Seminar gehalten und jedes Mal haben wir dort ganz wichtige Heilungen gemacht. Und jetzt auch möchte ich was vorlesen, einfach eine Beschreibung, ja, ich beschreibe in dem Buch auch die Naturwesen und hier eine Beschreibung über die Nymphen. Nymphen beleben Bäche, Flüsse, Auen, Quellen, Teiche und Brunnen und bemühen sich, die Tempel der Natur aufrechtzuerhalten. Gerne tanzen sie über unterirdische Quellen, leben entlang von unverbauten Flussufern, regeln den Wassergehalt der Bäume, verleihen einem Fluss, einer Au, einem See ihre Individualität. Ihre Aufgabe ist es, das Wasser zu reinigen, mit kosmischem Licht und Liebe energetisch aufzuladen, damit es belebend, energetisierend und heilend wirken kann. Wenn sie ein Gewässer verlassen, erkrankt alles Leben dort. Das Wasser wirkt abgestanden und tot. Sie sehen aus wie hübsche, junge, verführerische Frauen. Viele Mythen und Sagen berichten von Nymphen, die von Männern, Göttern und anderen Naturwesen verehrt und begehrt wurden. Doch niemals hatten diese Begierden Aussicht auf langes Glück. Nymphen sind im Wasser zu Hause und lieben ihre Freiheit. Eine bemerkenswerte Sage aus der Antike erzählt. Einst entführte Zeus die Nymphe Afaya gewaltsam aus dem Kreise ihrer Familie und brachte sie auf die Insel Ägina, wo sie noch heute im Tempel der Afaya verehrt wird. Sie belebte und hütete dort eine Quelle. Als sichtbares Zeichen für die Gläubigen wurde... Entschuldigen Sie, ich ja. Muss noch dazu stoßen. Ich hatte gesagt, ich hatte einen Arzttermin in Bremen. Wurde sie im Tempel... Entschuldigung. Als sichtbares Zeichen für die Gläubigen wurde sie im Tempel ihrer Verehrung als Marmorstatue dargestellt. Der Marmorkopf wurde 1812 an Kronprinz Ludwig von Bayern verkauft und in die Glyptothek nach München gebracht. Wie Mario Pogacnik in seinem Buch Elementarwesen beschreibt, wurde der Kraftkörper der Nymphe Afaya durch eine magische Handlung an den Marmorkopf genagelt. So konnte sie sich auch später nicht mehr von ihrem steinernen Abbild befreien. Auf Ägina kann sie ihre heilende und schützende Kraft nun nicht mehr ausüben. Stattdessen segnet sie in der Glyptothek in München die Besucherinnen, die an ihr vorbeigehen. Zahlreiche Kapellen, Kirchen, Grotten
Schlösser und heilige Kathedralen auf der ganzen Welt wurden auf ehemaligen Naturtempeln errichtet. Wir kennen viele Sagen und Legenden, bitteschön, über heilige Quellen wie Lourdes, Mariazell, unser Frau Altweitra im Waldviertel, Lourdes-Gruppen in Bayern und Niederösterreich, Guadeloupe in Mexiko und zahlreiche andere. Diese werden von vielen Menschen aufgesucht, um Heilung und Segnung zu erfahren. Doch wer weiß schon, dass es Naturwesen sind, die diese Quellen der Heilung und des Segens aktivieren und beleben. Ja, das war zur Tante Nymphe. Zu den Feuersalamandern komme ich später. Dann der Hüter des Waldes. Da möchte ich einmal über das Kapitel Kontakt etwas vorlesen, denn ich denke, dass alle, die hier sitzen, gerne im Wald sind und gerne ein bisschen Ermunterung brauchen, wie man am Wald, im Wald die Naturwesen wahrnehmen kann. Ich habe also zu jedem Wesen auch geschrieben, wie kann man am besten Kontakt mit diesem Wesen aufnehmen. Bevor du einen Wald betrittst, werde still und bitte den Hüter des Waldes um Schutz und Führung. Verbinde dich mit der Erde, lass dem Herzen Flügel wachsen und öffne dich voll und ganz für die Natur und alles, was ist. Freue dich an den Pflanzen, Tieren, Steinen, Quellen und Bächen. Geh achtsam und still durch den Wald. Halte ihn sauber, reiß nichts aus, was du nicht wirklich brauchst. Rieche, höre, sehe, fühle und schmecke das Leben im Wald. Atme dabei tief und nimm bewusst die klare, saubere Luft in dich auf. Die Wesen des Waldes sind dir äußerst dankbar, wenn du mit jedem Schritt Freude, Liebe und Dankbarkeit im Waldboden verankerst. Übe dich in Ruhe, Hingabe und Gelassenheit an Pflanzen, Steinen und Naturwesen. Um den Hüter des Waldes zu treffen, nimm Gaben wie Räucherwerk, Honig, Zucker, Met, Milch oder Wein sowie die Fährvergusterung Naturwesensgesetz Nummer 12, Hüter des Waldes mit. Suche ein ruhiges Plätzchen in klarer, reiner Luft und friedlicher Atmosphäre. Wenn du auch noch heiteres, wohlklingendes Vogelgezwitscher vernimmst, bist du am richtigen Ort. Der ideale Zeitpunkt ist morgens oder am späten Nachmittag, nach dem Regen, bei leichtem Nebel, wenn es richtig mystisch ist. Zieh nach Möglichkeit die Schuhe aus und spüre den Kontakt mit dem Boden. Begib dich in die Stille oder Meditation. Nimm 12 Tropfen der Essenz und bitte den Hüter des Waldes zu erscheinen. Atme ruhig und tief ein und aus, bis du seine Anwesenheit wahrnimmst. Frage ihn nach seiner besonderen Kraft. Stelle ihm Fragen über die Gegend, in der du dich befindest. Die Geschichte des Waldes und seiner Bewohnerinnen. Er kann dich zu besonderen Heilpflanzen, Schätzen oder Kraftpflanzen führen. Da sind deine mitgebrachten Geschenke da. Verabschiede und bedanke dich. Das wurde ich auch schon öfter gefragt, wieso soll man den Naturwesen Met oder Honig oder was mitnehmen, wenn sie so feinstofflich sind, können sie ja diese materielle Nahrung nicht aufnehmen, das stimmt. Sie nehmen sich einfach die Essenz davon. Ja? Also den wirklichen Gehalt, das nehmen sie sich und dafür sind sie einfach dankbar. Mir haben die Naturwesen einmal sehr geholfen, auch im Wald. Da war ich auf Urlaub
auf der Insel Johannes Raab war das. Ja. Und zwar am letzten Urlaubstag. Johannes wollte noch joggen und ich wegen meiner Gelenke jogge aber nur höchstens jeden zweiten Tag. Habe ich gesagt, ich jogge heute nicht, ich gehe spazieren. Und habe mich wirklich also sehr darauf konzentriert, ja, den Weg zu behalten, damit ich mich nicht verirre. Ich wusste, wir müssen dann das Zimmer räumen und heimfahren. Und ich habe mich sehr konzentriert, wirklich nur so einen Weg zu gehen, wo ich ganz sicher wieder zurückfinde. Und plötzlich sehe ich da einen Ort, denke ich mir, oh Gott, da war ich noch nie und den kenne ich nicht, ich habe mich verirrt. Und ich habe dann versucht, vernunftmäßig mich zu orientieren und bin in die andere Richtung. Dann sehe ich, obwohl es dort eigentlich nie ein Dorf gab, sehe ich da wieder ein anderes Dorf, denke ich mir, oh je, schon wieder falsch. Der Johannes wird sich Sorgen machen und wer weiß, wann ich da wieder rausfinde. Und dann habe ich mir gedacht, nein, so geht's nicht. Und habe also die Naturwesen gebeten, mir aus dem Wald rauszuhelfen, wieder zurückzuhelfen. Und da erschienen vor mir rote Schilder, also so, wie man sie auf Bergtouren oft sieht, so als Wegschilder, Hinweisschilder. Und ich hatte schon, wir waren eine Woche dort und am Strand, wo keine Berge, nichts waren, habe ich dort immer diese roten Schilder gesehen und habe mich gefragt, habe mir gedacht, hier gibt es keinen Wald, hier gibt es keinen Spazierweg. Was machen diese roten Schilder hier? Wozu sind die da? Ja, es war mir nicht klar, wofür. Am letzten Tag habe ich eben gebeten, dass sie mir zurückhelfen. Und ich habe diese roten Schilder gesehen, bin denen gefolgt. Und an der Stelle, wo ich ganz sicher wusste, wie ich jetzt weitergehe, waren die Schilder weg und ich habe den Weg zurückgefunden. Also bitte, das müssen jetzt nicht die Zwerge sein, die mich an der Hand nehmen und mich Schritt für Schritt weitertragen. Ja, ich will nur ausdrücken, es gibt tausende, wahrscheinlich Millionen von Möglichkeiten. Und bei jedem wirkt man sie eben anders. Ja? Also einfach darauf vertrauen. Ja? Bitten und vertrauen, wenn es wichtig ist. Also ich habe schon erlebt, wenn ich einfach aus Interesse oder so etwas wissen will und sie frage, kriege ich nicht immer Antwort. Aber bei wichtigen Gelegenheiten erhalte ich sehr, sehr oft von Vögeln zum Beispiel Hinweise, ja, wie mein Weg weitergeht. Oder habe ich mal einen Platz gesucht. Also ich wusste da in einem ehemaligen Kriegsgebiet bei uns im Machfeld, da gehört ein Erdheilungsritual gemacht und suchte aber ganz genau den Platz. Und der war nicht einfach zu finden. Und dann kamen eben Kaninchen, ja, und habe ich gewusst, ah, genau da, das war über einen Brunnen, da musste man erst über ein Feld gehen, weiß Gott wie lang, den Bauern auch um Erlaubnis fragen und so weiter. Also bitte, jeder kriegt andere Hinweise. Oder was auch sehr, sehr schön war, zu meinen Anfängen noch, als ich mit Naturwesen noch gar nicht so in Kontakt war, viele Jahre ist das her, wollte ich einfach in meinem Zimmer bei meiner Morgenmeditation mit meiner Blume in Kontakt kommen. Ja? Einfach in Kontakt kommen. Das war ein Zimmerhibiskus. Hatte auch sehr schöne Knospen schon lange, war mitten im Winter und ich habe halt versucht, in meiner Meditation mit dieser Pflanze in Kontakt zu kommen und war dann ganz enttäuscht, weil es, ja, da kam nichts. Ich habe mir gedacht, oh, kann ich nicht, war enttäuscht, weil es mir nicht gelungen ist. Ging dann duschen. Als ich von der Dusche zurückkomme, schaue ich zum Fenster, wo dieser Hibiskus stand und diese vormalige Knospe war voll aufgeblüht, ja, und zeigte sich mir in voller Pracht. Also, sie haben mich wahrgenommen, nur ich dachte halt, ah, nein. Ja, es gibt, wie gesagt, verschiedene Zeichen. Gibt es bis daher mal eine Frage? Weil dann würde ich gerne auch die Bilder zeigen von den einzelnen Naturwesen. Oder eine Anmerkung, möchte jemand was anmerken, fragen? Es gibt dann am Schluss auch noch nach der Pause Gelegenheit, aber nur falls, nein. Johannes, darf ich dich bitten, einmal die Nummer 1 zu zeigen? Also es sind 12. Das wurde mir eingegeben, es sollten 12 sein. Und da, nachdem ich ja schon sehr lange Numerologin bin, bin ich beim Schreiben des Buches dann drauf gekommen, dass sie genau nach ihrer Nummer auch genau zur Symbolik der jeweiligen Zahl passen. Ja, also wer sich mit Zahlen befasst,
wollte ich das nur dazu anmerken. Nummer 1 Elfenrad. Die Elfen, hier sieht man schon das kleine Bild. Sind also sehr, sehr weise, sehr, sehr fein. Sind auch keine Einzelgänger, sondern immer gern in der Einheit. Ja? Also das kann man sich wie einen Rat der Elfen vorstellen, die auch alles gemeinsam besprechen. Und diese Elfen, die sind ja auch diejenigen, die die Pflanzen, die Blumen überhaupt einmal zum Leben bringen und dann am Leben erhalten. Aber die wirken sehr vielseitig. Sie heilen unser Seelenkleid, wenn uns irgendwas verletzt hat. Sie helfen uns, etwas selbst zu erkennen. Ich habe auch eine Dame, bei der sie bei einer ganz schweren Allergie geholfen haben, dass die Allergie weg war innerhalb von ein paar Minuten. Also diese Geschichte vielleicht kurz von dem Zwergkaninchen. Eine Dame hat und liebt ihr Zwergkaninchen und eines Tages merkte sie, dieses Kaninchen sieht sehr krank aus und hat Schmerzen, fährt in die Tierklinik und da untersucht man das und stellt fest, Blasensteine und so groß, dass man sie operieren muss. Und 3 Tage später war der Operationstermin angesetzt und diese Frau hat ausgependelt Elfenrad für das Kaninchen und hat das Kaninchen damit besprüht und die Plätze, auf denen es sich am meisten aufhält. Und nach 2 Tagen hat sie gesagt, ich habe gemerkt, der hat keine Schmerzen mehr. Ist dann am nächsten Tag in die Klinik und sagt, ich habe den Operationstermin, aber ich möchte unbedingt, dass das noch untersucht wird, denn der hat keine Blasensteine mehr. Die Ärztin hat gesagt, das gibt es nicht, die sind so groß, die können nicht abgegangen sein. Na, hat sie doch einen Ultraschall gemacht und das war weg. Ja, hat die Ärztin gesagt, das ist ein medizinisches Wunder. Und, also, sie wirken sehr vielseitig, man kann sie auch nicht schubladisieren, diese Naturwesen, obwohl ich schon zu jeder Einzelnen ein bisschen was sage, wirken sie sehr vielseitig und am besten man erfüllt es oder pendelt oder zieht eben eine Karte. Ich kenne sehr viele Menschen, die haben die Karte und zu einem bestimmten Thema oder auch am Tag ziehen sie eine Karte und diese Essenz möchten sie dann. Das ist sehr vielseitig. Das ist Elfenrad. Kinder lieben sie auch ganz besonders. Dankeschön. Das nächste wäre der tröstende Baumgeist. Ja? Das ist auch so, also das ist, die Magdalena ist da Modell gesessen ihrer Mutti, weil die Claudia Krieger, die Künstlerin, ist ihre Mutter. Der tröstende Baumgeist, wie man so sieht, tröstet, wenn man traurig ist. Auch bei schweren Verlusten von Menschen oder lieben Tieren, ja, also auch bei ganz schweren Verlusten. Und gibt Mut und Kraft. Und hilft auch Menschen, die sich irgendwie hier auf der Erde nicht zugehörig fühlen. Ja, die immer das Gefühl haben, ich gehöre da nicht her, nicht in die Familie oder nicht in den Kollegenkreis, also die sich immer ein bisschen anders fühlen. Da hilft der Baumgeist auch, dass man sich doch hier ja, verankert fühlt und geerdet fühlt auf dieser Erde. Und wir kennen es auch sicher, einen Baum umarmen oder einen Baum berühren, das kann in manchen Situationen sehr viel Kraft geben. Das ist der tröstende Baumgeist. Da gibt es auch ein ganz witziges Beispiel jetzt, genau dieses Mädchen, das Sie hier sehen. Geht jetzt in die erste Schulklasse und im Kindergarten, am Schluss ist es bei uns üblich, dass die ganze Gruppe zum Zahnarzt geht, um die Zähne untersuchen zu lassen. Und da wurden bei ihr 2 große Löcher im Bleib in den Zähnen festgestellt. Und das ist aber ein Kind, das sträubt sich immer vor Schulärzten. Jetzt hat die Mutter einmal vorsichtig und eine Weile gebraucht, bis sie das Kind doch dazu bringen konnte, zum Zahnarzt zu gehen. Und dann sagt sie eines Tages, na Magdalena, wie schaut's aus? Gehen wir zur Frau Doktor mit deiner Zähne? Sagt sie, ja, gehen wir. Und das ist aber ein Kind, das immer, das schon mit 5 Jahren gesagt hat, ich brauche, wenn es krank war, das Silber oder die und die Essenz. Und dann sagt die Mutter, willst du noch eine Naturwissen-Essenz vorher einnehmen? Sagt sie, die Magdalena, ja, den tröstenden Baumgeist, der repariert meine Löcher, meine Zähne. Okay, da ist der Baumgeist genommen. Gingen am Nachmittag zu der Ärztin, bei der sie auch mit der Kindergartengruppe schon war, wo sie das Attest hatte, bleibende Schäden. Und die Ärztin hat gesagt, da ist nichts, sie hat kein Loch, sie können wieder heimgehen. Ja. Gut,
ganz viel sein. Und wie gesagt, auch bei wirklich ganz, wenn man ganz liebe Leute verliert, geben ganz viel Trost. Danke, das nächste. Bitte ist drei weise Gnome. Die weisen Gnome, ja, da war übrigens dieser Leopold, von dem ich geschrieben habe, der Freund auf der Wiese, die ich vorgelesen habe, der ist schon langhellsichtig. Der ist Tischler, hat auch immer mit Holz gearbeitet. Der posaunt das aber nicht groß raus, ja. Der erzählt es niemandem, außer es ergibt sich im Gespräch. Und bei meiner ersten Buchlesung ist er aufgestanden, hat gesagt, ja, hat er gesagt, genau so schauen sie aus. Und hat ein Erlebnis erzählt, wie sie ihm erschienen sind und auch geschimpft haben, weil er sich ein bisschen lustig gemacht hat. Und hat das sehr lang gebraucht, um sie wieder zu versöhnen. Ja. Also diese Gnome sind die ältesten Bewohner der Erde, sind sehr, sehr weise, hüten das ganze Wissen der Erde. Wir wissen ja auch, dass zum Beispiel die Mayas alles Wissen in Kristallen gespeichert haben. Und sie sind ja auch für die Kristalle zuständig, sie bauen sie ja auch ab. Wir glauben zwar, dass wir es Menschen tun, aber das wird alles angeleitet von den Gnomen und hüten auch die Schätze. Die, ja, also, die helfen ganz stark, wenn man nervös ist vor Prüfungen. Oder auch sonst glaubt, man kann nichts. Das heißt, wenn ich jetzt noch nie etwas über Afrika gehört oder gelesen habe und ich habe eine Prüfung zum Thema Afrika, glaube ich nicht, dass ich etwas wissen werde. Aber wenn ich das in mir gespeichert habe und dann vor der Prüfung überlernt bin oder so viel Angst habe, dass ich es nicht schaffe, dann helfen sie, dass man dieses Wissen wieder hervorholen kann. Also sie helfen ganz stark vor Prüfungsstress, aber nicht nur in der Schule, sondern auch im täglichen Leben, was weiß ich, bei einem Bewerbungsgespräch zum Beispiel. Oder ein Ruf zum Chef. Ja, genau. Das sind die weisen Gnome und regen auch die Selbstheilkräfte an bei allem, was so den Kopf betrifft. Ja, also da darf man sich ruhig um Hilfe bitten. Eine Dame hat mir auch gesagt, dass bei Epilepsie, sie hat Epilepsie und sie hat die Essenz genommen und hat sehr gut geholfen. Ja. Also immer wenn irgendwas mit Kopf ist, kann man an die weisen Gnome denken und darf sie bitte. Danke, das nächste bitte. Ja, bitte. Neben den weißen Gnomen gibt es da auch andere Gnome? Ich habe Gnome immer mit Schaltwesen verbunden. Ja, eben. Ne? Also da gibt es, es ist ja auch wieder, wie wir es übersetzen, da gibt es ja auch diese Kobolde zum Beispiel, die uns da, oder diese Poltergeiste und so weiter. Ja, genau. Also solche gibt es auch. Die Schalt mit uns treiben. Ja. Meistens aber auch, um uns etwas zu spiegeln oder um sich zu wehren. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, die haben ja, auch wenn es auf der energetischen Ebene ist, die wir nicht sehen, aber trotzdem sind die auf unserer Erde zu Hause. Und wir bauen dann manchmal auf Plätzen, auf denen sie eigentlich zu Hause sind, mitten, sagen wir mal, durch ihr Wohnzimmer, Straßen durch oder neue Wohnungen oder sonst etwas. Und dass sich da manche ein bisschen wehren, ist auch verständlich. Aber ja, der Eindruck ist wichtig. Darum weise Gnome. Ne? Das sind jetzt die weisen Gnome, die wollen uns keinen Streich spielen, sondern das sind die, die uns wirklich ja, da unterstützen. Mhm, danke. Das nächste ist die Nummer 4, Pegasus. Pegasus, das geflügelte Pferd, das den Kontakt herstellt zwischen den Menschen und der geistigen Welt. Pegasus inspiriert Künstlerinnen, Künstler, Entdeckerinnen, Entdecker, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, stärkt auch die weibliche Kraft in uns allen, ob Männer oder Frauen, ja, stärkt die weibliche Kraft. Pegasus ist ja der Sage nach auch dem Haupt der Medusa entsprungen. Und da gibt es sagenhafte Entwicklungen, denn ich kenne eine Künstlerin und einen Künstler ganz genau seit vielen Jahren. Und habe deren künstlerischen Entwicklungsweg als Malerin und Maler mitverfolgt. Und auch andere, die die beiden kennen, sagen, das ist ganz, ganz starke Entwicklung, die sie durchgemacht haben vom künstlerischen her. Die haben auch mit dieser Pegasus-Essenz, ja, das erzählen sie auch ganz offen,
malen sie ganz andere Bilder. Und der Maler zum Beispiel hat mir gesagt, es ist so, dass dann, steht auch im Buch, es fließt dann alles. Ja, es eckt nicht. Früher musste Bilder vielleicht mal zwei, dreimal hernehmen. Und wenn er Pegasus-Essenz vorher einnimmt, dann fließt einfach alles. Oder was er nicht gerne macht, weil er sehr intuitiv malt, sind Auftragsbilder. Und da war auch mal eine Frau da und die wollte eben ein bestimmtes Bild und er bis zum letzten Tag ihrer Abreise hatte er das Bild nicht. Und dann hat er gesagt, habe ich Pegasus-Tropfen wieder genommen und dann ist es geflossen. Das ist einer, der sagt, ich will nicht, wie soll ich das jetzt sagen, ich will nicht, dass ich nur mit Pegasus gut malen kann. Ja, daher malt er dann auch öfter wieder ohne Pegasus. Und da hat mir seine Frau mal erzählt, da kam er ganz mürrisch aus seinem Studio und sie hat zu ihm gesagt, na, hast du deinen Pegasus-Tropfen nicht genommen? Und er war ganz unwirsch, aber ist ein ganz lieber Mann und ist auch gut so. Ist auch nicht Sinn der Sache, dass man von etwas quasi abhängig wird, aber kann nur ermuntern. Ja? Manche erzählen mir, dass sie ganz andere Farben sehen. Eine Kleinkindpädagogin hat mir gesagt, dass sie plötzlich ganz tolle Lieder für die Kinder komponiert hat, ja, was sie früher nicht konnte. Also inspiriert auf jedem Weg, bei geistigen, künstlerischen Tätigkeiten. Ganz wunderbare Energie. Die nächsten wären die Sylphen, die Windwesen, die ganz feine Luftwesen, die Luft, die wir so verschmutzen, versuchen dann wieder zu reinigen. Ja? Also das sind auch die Elemente, die wir sind mit denen quasi über unsere Atmung auch permanent verbunden. Und da habe ich auf dem Griechenland-Seminar erzählt, dass es gerade an Müllplätzen oder da, wo die Luft besonders stark verschmutzt ist, dass sie es da besonders schwer und oft sogar im Chaos schon sind, weil sie das nicht mehr hinkriegen. Und dann haben die Leute gesagt, na, was können wir tun, um denen zu helfen? Und sagten, na ja, zum Beispiel, wenn wir durch den Wald gehen, auch mal Müll mitnehmen. Und das haben wir dann am nächsten Tag dort gemacht in Griechenland. Sind wir halt mit Plastiktüten gegangen und haben Müll mitgenommen. Und dann, einen Tag später, nach dem Frühstück, haben zwei Frauen gesagt, wir waren heute vor dem Frühstück schon im Wald Müll sammeln. Ne? Und eine sagt, na, das könnte mir nie einfallen. Und am nächsten Tag hat sie gesagt, was mir passiert ist. Das hätte ich ja nie für möglich gehalten, wenn das jemand gesagt hätte. Ich konnte nicht anders. Ich bin aufgewacht in der Früh, musste alle meine Tüten nehmen und in den Wald gehen, Müll sammeln. Ja. Also wenn man sich mal einlässt auf sie, spürt man auch oder kriegt man auch ganz wichtige Inputs. Danke. Ja, und die Kammer noch zu den Sylphen, die nehme ich auch sehr, sehr gern zur Reinigung von Räumen. Ja. Weil klärt natürlich nicht nur die Luft, sondern auch unsere Gedanken und Emotionen. Hilft auch zu klaren Entscheidungen zu finden. Und da gehe ich dann auch wieder die Ecken gegen den Uhrzeigersinn von der Tür weg und sprühe mit den Sylphen. Das hat auch eine Frau mir erzählt, das Krankenzimmer, ihre Tochter war sehr krank, hat sie damit besprüht. Und als ihr Mann am Abend heimkam, hat er gesagt, hast du dann desinfiziert? Es war nicht der Geruch, sondern er hat gemerkt, dass die Energie viel freier und klarer war. Ja, da Hüterin der Kristalle. Erika, ja? Warum gehst du gegen den Uhrzeigersinn? Reinigung ist immer gegen den Uhrzeigersinn. Okay. Und deswegen dann die tanzende Nymphe, habe ich allerdings, wie vorne, gehe ich dann im Uhrzeigersinn, weil da reinige ich nicht mehr, da bringe ich noch die Heiterkeit drauf. Mhm. Aber reinigen immer gegen den Uhrzeigersinn. Mhm. Die Hüterin der Kristalle. Ja, das ist auch ja, Nummer 6, die Liebesschwingung. Die wollte so gemalt werden und nicht anders. Die war nämlich vorher anders gemalt. Und dann waren wir auf Messen und haben gemerkt, die Claudia und ich, die Künstlerin und ich, auf der ersten Messe am Abend fehlte bei unseren Präsentationskarten, fehlte die Hüterin der Kristalle. Na gut, kann ja jemand runtergeworfen haben oder mitgenommen haben, was er will. So, dann hat sie ihrer Mutter zum 60. Geburtstag am Abend zur Feier ein Kartenset als Geschenk mitgebracht. Damals gab es noch ein Kartenset. Und dann sagt sie, da fehlte die Hüterin der Kristalle. Und sie hatten aber zu zweit
diese Karten eingeordnet in die Schachtel, also in die Holzbox, und kontrolliert, wirklich ganz genau kontrolliert und sagt, das gibt es nicht, die war weg. War weg. Gut, bei der nächsten Messe fehlte am Abend wieder vom Präsentationsset die Hütte in der Kastalle. Und die Chiara sagte zu mir, Bianca, stimmt etwas nicht, was ist los? Es muss an mir liegen, es passiert immer bei mir, bei meinem Set, bei meinen Karten, die ich verschenke. Und dann habe ich gesagt, du, heute bin ich schon zu müde, aber morgen früh nehme ich Kontakt mit ihr auf und frage, was los ist. Und es war tatsächlich so, sie wollte anders gemalt werden. Ja? Also, das ist jetzt, so passt es jetzt für sie. Es geht darum, aus dem Herzen heraus zu strahlen und aus dem Herzen heraus zu leben und zu entscheiden, deswegen auch kein Gesicht. Ja? Also wir sind ja gewohnt, viel zu denken. Wir haben ja auch in der Schule gelernt, denken, 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 logisch denken. Und hier geht es jetzt darum, uns reinigen und klären, einmal so und so. Ja? Also klare Luft atmen und sauberes Wasser trinken und saubere Nahrung zu uns nehmen. Aber auch unsere Gedanken und Emotionen klären und dann wirklich unseren Kristall quasi, das muss man sich so vorstellen, unser Kristall, in dem alles gespeichert ist, unser Lebenssinn, unsere Lebensaufgabe, das zu klären und dann in die Welt ausstrahlen und damit dann auch die Kristalle aller anderen Menschen bestrahlen, damit wirklich alle Menschen aus der Liebe heraus, aus dem Herzen heraus leben. Ja, das ist die Hüterin, der Kristall. Und die nächste ist die Regenbogendeva. Ja, die kommt oft, wenn man Vertrauen braucht. Selbstvertrauen, Vertrauen in andere, Vertrauen in die eigene Vision, in das eigene Ziel. Das heißt, wenn es mal sehr grau erscheint, das Leben, und triste und Regen und Gewitter, und man kann sich gar nicht mehr vorstellen, wie es ist, wenn die Sonne wieder scheint, dann sagt die Regenbogendeva, hab Vertrauen, bald scheint die Sonne wieder, ich strahle in allen Farben, aus dem Frosch wird der Prinz, aber bleib bei deiner Vision. Ja? Glaube an dein Ziel und an deine Vision. Das ist die Regenbogendeva, mit der man auch sehr, sehr gut die Aura schützen kann, wenn man leicht Emotionen oder Gedanken anderer aufnimmt und ja, dann selber schwach ist und der andere, der vorher schwach war, geht stark und groß von dannen. Ja? Und selber braucht man 7 Tage Erholung, also dann die Regenbogendeva für die Aura. Das nächste wäre die Hobbya. Das ist jetzt einer, wo viele da zurückschrecken und sagen, so schöne Bilder und dann dieser grausliche. Also die Hobbya, der zeigt einfach, dass wir nicht weitergehen können. Der versperrt uns den Weg, wenn wir uns selber boykottieren, blockieren, sabotieren durch irrationale Ängste. Ängste, die im Unterbewusstsein gespeichert sind, das heißt, die sind uns meist gar nicht bewusst und deretwegen wir einfach auf der Stelle treten und nicht weiterkommen. Also, wenn man noch so fleißig ist und klug und engagiert und merkt, es geht nichts weiter, dann ist das meistens aufgrund einer Selbstsabotage herrührend von inneren Ängsten, die von ganz alten Erlebnissen und auch von den Ahnen in meinen Zellen gespeichert sind. Und da hat diese Essenz schon sehr vielen Menschen geholfen. Ja. Interessant war auch bei meiner Mutter, nachdem mein Vater gestorben ist, hat sie schlecht geschlafen. Und ich habe dann aber auch das Bett ausgependelt und habe gesagt, du, gerade dein Bett steht eigentlich auf einer Störstelle. Und habe etwas gesagt, was für mich eh unlogisch war, aber ich habe trotzdem gesagt, kannst du dir vorstellen, im anderen Bett zu schlafen? Ne? Und sie ist ganz blass geworden und hat nicht viel gesagt. Und dann hat sie mich am Abend angerufen und hat gesagt, du, als du das gesagt hast, habe ich mir gedacht, nein, nie im Leben kann ich mich in dieses Bett legen. Ja? Und dann hat sie aber die Essenz von Gehobia eingenommen, weil sie das natürlich schon wusste, das habe ich aber auch empfohlen, am Nachmittag. Und dann sagt sie, und am Abend gehe ich ins Schlafzimmer und, hat sie gesagt, ohne dass ich das steuern kann,
musste ich mich in das andere Bett legen, ja? Also in das Bett meines verstorbenen Vaters. Und sie hat gesagt, und wenn ich es nicht selbst erlebt hätte, würde ich es niemandem glauben. Also das war so. Sie hat dann da geschlafen, hat dann auch gut geschlafen. Ja? Sie konnte gar nicht anders, sagt sie. Sie ist wie da hingezogen worden. Ja? Das ist Jehovah, ja? Der auch bitte weg. Ja, gern. Ja, gern. Was ich hier nicht verstehe, wirkt er sozusagen als Transformator der Ängste, ja, oder ist er der Schutz vor den Ängsten? Na, Transformator. Als Transformator. Und als Schutz, also der Schutz ist insofern gegeben, dass wir uns unbewusst schützen vor solchen Erfahrungen, die wir schon mal gemacht haben. Ja? Davor schützen wir uns, darum gehen wir da nicht weiter. Aber er transformiert. Der Jehovah transformiert. Und hat auch schon etlichen kleinen Kindern geholfen zu schlafen, die ja, nicht gut geschlafen haben, sagen wir mal. Ja? Wo die Eltern dann das Bett besprüht haben und so weiter und das Kind. Weil natürlich gerade in der Nacht man da Unbewusstes aufarbeitet. Den hast du auch mal gegeben, ne? Aha, ich kann, ja. Ich glaube, ja. Das kann leicht sein, ja. Ja. Kann ich mich leider nicht erinnern, welche Essenz das war. Ich habe es stehen, ich könnte es nachgucken. Also zu Hause kann ich dir den sagen. Ja, ja, das kann, ja, ja. Oh ja. Weißt du, ja, ja, noch? Ja, ne? Kann schon sein. Ich habe leider nicht so ein tolles Gedächtnis. Und hat. Hat geholfen. Es hat geholfen. Der hat so, dass fremde Menschen, die kamen, gesagt haben: Was hast du mit dem Hund gemacht? Mhm. Der ist ja. Er war angekommen. Genau. Dann, ne? Er ja. War, ist komplett anders. Ja. Na danke, das ist natürlich immer besonders schön für die anderen da aus der Runde eine Erfahrung zu hören. Dankeschön. Gut, danke. 9. Hüter des Tores. Das heißt, etwas Altes verabschiedet sich und was Neues darf kommen. Also da geht es auch immer um Loslassen und einen neuen Weg gehen. Immer bei Veränderungen, das kann auch sein, ein Kind kommt in die Schule das erste Mal. Ein Kind wechselt die Schule. Ein Kind oder ein Erwachsener tritt seinen ersten Arbeitsplatz an. Also immer, wenn eine Veränderung ansteht. Und der Hüter des Tores zeigt sich dann, man zieht die Karte oder pendelt es aus oder was auch immer, wenn einfach Veränderungen anstehen und wenn es aber wichtig ist, diesen Schritt zu gehen. Also immer, wenn ich mit ihm in Kontakt komme, heißt das, er öffnet das Tor. Ja? Sonst muss man sich vorstellen, der geschlossene Felsen. Und wenn aber jetzt eigentlich meine Seele eine Veränderung angehen soll, dann öffnet er das Tor und sagt, es schaut zwar da ein bisschen finster aus, du gehst ins Ungewisse, du weißt nicht, was auf dich zukommt, aber am Ende leuchtet das Licht, ich beschütze dich, ich führe dich, aber geh den Weg. Hüter des Tores, das war auch was Interessantes. Eine Freundin hat das Manuskript Probe gelesen, bevor ich es weggeschickt habe an den Verlag. Und sie war gerade schwanger. Und sie sagt, beim Hüter des Tores, da auf einmal, da hat sie mir am Bauch rumort und das Baby hat sich so bewegt. Und mir selber ist auch was vorgegangen, das sie nicht zuordnen konnte. Und gleichzeitig hat sie mir dann, und ich habe dann so ein bisschen nachgefragt, ne, was mit der Schwangerschaft und so ist, und hat sie gesagt, ja, auf dem Ultraschall sieht man, dass das Baby wahrscheinlich mit Kaiserschnitt entbunden werden muss, weil es schief liegt mit dem Kopf. Und sie selbst wurde auch schon durch Schwangerschaft entbunden und ihre erste Tochter auch. Und sie hat sich Kaiserschnitt. Sie hat sich so, also sie hätte sich so gefreut, jetzt aber ein Kind normal gebären zu können. Und nachdem wir das gesprochen haben und sie auch ein paar Tropfen genommen hat, hat sie mit ihrer Mutter geredet und da haben sie aufgearbeitet, dass ihre Mutter vor der Schwangerschaft gestürzt ist und sich also das Baby schützen wollte und ganz schlecht gefallen ist. Und da dürfte sich dieses Baby, also im Mutterleib, gedreht haben. Und da haben sie darüber gesprochen und dann habe ich gesagt, du massier deinen Bauch mit dem Hüter des Tores, nimm ihn ein. Und das war wirklich
Das hat sich gedreht, das Baby, und ist jetzt, ist schon 3 Jahre alt, die Amelie. Oh ja, blühendes Kind, und es war eine Normalgeburt. Danke. Zehn, Tanz in die Nymphe. Tanz in die Nymphe, wie gesagt, belebt, reinigt Gewässer, aber natürlich auch unsere Emotionen. Ja? Und durch uns, also durch die Emotionen der Bevölkerung, sind auch oft Gewässer verschmutzt, und zwar wirklich physisch verschmutzt. Da haben wir auch einmal ein großes Erdheilungsritual gemacht für einen Fluss, und zwar die Raab, die von Österreich nach Ungarn fließt, und wo die Ungarn sich immer so beschwert hatten, weil das Wasser total schmutzig war dann. Da waren so verschiedene, was waren das für Werke, so viel Industrie an der Raab in Österreich. Gerbereien, und die scheinen da das Abwasser ungefiltert reingelassen zu haben. Und da geht es aber auch um die Emotionen und Gedanken der Bevölkerung, die da an diesen Flüssen und Bächen lebt. Ja? Und wenn diese Verschmutzung zu stark ist, dann geht die Nymphe auch. Und wenn sie ein Gewässer verlässt, dann wächst dort nichts mehr, dann geht nichts mehr. Ja? Und diese Nymphen, die haben aber auch ganz viel Kraft, unser Wasser, das wir trinken, indem wir baden, so zu reinigen. Und es gibt schon mehrere Erfahrungen, also zum Beispiel die Frau des Verlegers, ja, die haben ein ganz großes Biotop, und das war arg mit Algen verschmutzt. Und als ich ihr gesagt habe, ne, kann man zur Wasserreinigung und Belebung auch nehmen, und natürlich auch unsere Emotionen, hat sie das ausprobiert, und sie hat gesagt, wir haben einen wirklich großen Teich, und der war sehr veralgt. Und ich habe 3-mal ein paar Tropfen hineingegeben, und das Wasser ist klar. Und in der Schweiz habe ich über E-Mail auch Leute angewiesen, was sie machen können. Die hatten auch einen veralgten Teich, die haben mir dann auch die Rückmeldung gegeben, es war klar. Und hier in Wien hat das eine Frau gehört und hat sich gedacht, das muss ja bei meinem Aquarium auch gehen, und hat das bei ihrem Aquarium gemacht und hat gesagt, ist auch frei und klar geworden. Also auch ganz vielseitig, und die bringt uns aber auch diese Leichtigkeit, die uns so oft fehlt, und die Heiterkeit, also ganz vielseitig auch anzuwenden. Und die nehme ich halt in Räumen dann im Uhrzeigersinn, sprühe ich dann auch in die Ecken oder übers Bett, oder eine Heilpraktikerin hat mir gesagt, übers Massagebett, das besprüht sie immer damit, bevor Leute kommen. Es stehen viele Erfahrungen im Buch, auch auf meiner Homepage. Ich kann halt jetzt leider nicht alle erzählen. Ja, das können wir weitermachen, bitte. Also tanzende Nymphe, ja, auch wenn man sich sehr gedrückt fühlt, man kommt sofort dann wieder in eine bessere Stimmung. Feuersalamander, das Gehobia hat auch schon starke Transformation, aber Feuersalamander ist Transformation pur. Und Feuersalamander ist auch die Essenz, die, glaube ich, doppelt oder 3-mal so stark verkauft wird wie alle anderen. Das ist, Feuer ist ja Reinigung, Feuer ist Transformation. Feuer hat sehr viel Kraft, viele Leute siedeln sich an in der Nähe von Vulkanen, weil dort die Erde auch so fruchtbar ist, ja? Trotz der Gefahr eines Vulkanausbruchs, die Erde ist dort auch sehr fruchtbar. Und mit diesem Feuer kann man einfach sehr viel Altes verbrennen und loslassen, und es ist auch die Essenz schlechthin, die mich gegen sehr negative Energien schützt, oder wenn ich mal was abgekriegt habe, ja, so fremde Energien auch, wo ich sofort spüre, oh Gott, mir geht es jetzt ganz schlecht, hilft der Feuersalamander, das sofort zu reinigen, zu transformieren und zu klären. Oder eine Frau hat mir erzählt, in der großen Hitze heuer im Sommer, ihr Mann und sie selbst, sie waren schon ganz fertig, dann haben sie sich mit dem Feuersalamander besprüht, und beiden ging es gleich viel besser. Eine andere regulieren nämlich auch den Wärmehaushalt, ja? Feuer bringen in die Mitte. Eine andere Dame hat mir erzählt, sie haben Haus renoviert und auch in der Kälte des Winters, und ihre Finger waren schon ganz steif und schmerzend, und dann hat sie gesagt, ich will das aber noch fertig machen, was kann ich tun? Feuersalamander, hat sie sich ein bisschen die Hände eingerieben, und sie hat gesagt, sie konnte weiterarbeiten, ihr war
Das war wieder alles angenehm. Also da gibt es tausend Möglichkeiten. Oder wenn man sich sehr müde fühlt, ja, energielos fühlt und so ja, am Boden, dann gibt er wieder Energie und Kraft. Leute, die hyperaktiv sind, kommen wieder ein bisschen runter damit. Also ganz, ganz stark transformierend diese Energie. Und mit der mache ich eben auch Raumreinigungen. Das ist die erste Essenz, mit der ich durchgehe. Vor allem, wenn mich jemand bittet, Räume zu reinigen. Also damit hat auch eine Frau Poltergeister vertrieben in einem Haus. Ja, also mit diesem, zuerst mit dem Feuersalamander gegen den Uhrzeigersinn. Ich habe eine Anleitung da, wer sie möchte. Dann mit den Sylphen, das sind die Luftwesen noch einmal. Und dann mit der tanzenden Nymphe. Und die waren weg. Ja. Also seit Wochen waren da Poltergeister, wo schon der Mann des Hauses gesagt hat, na jetzt glaube ich auch dran und wir müssen etwas tun, dann geht es ja auch was. Genau. Und auch ja, bei Beschwerden mit dem Nervensystem, ja, also regen Sie auch Selbstheilkräfte an, haben auch schon einige Beispiele. Danke. Das bitte das letzte Nummer 12. Das ist der Hüter des Waldes. Hier in einem Fels gezeichnet. Der kann aber verschiedenste Erscheinungsformen haben. Der kann auch sich an einem Baum zeigen oder als Wesen, wie wir beide das erlebt haben. Das steht im Buch, unser Erlebnis mit so einem Wesen, das uns quasi erschienen ist, der Hüter des Waldes. Also vielseitig. Das steht jetzt wirklich für ja, innere Ruhe, Gelassenheit, Weisheit, bei sich sein, den Überblick haben. Der Hüter des Waldes, ich habe ein bisschen was davon vorgelesen, der hat den Überblick über alles, der weiß, was alles passiert ist und hilft auch anderen Themen aufzuarbeiten. Ja? Auch ganz wichtig beim Hüter des Waldes. Und eben im Wald dann noch schneller in Kontakt zu kommen mit den Naturwesen. Das wäre die Nummer 12 des Waldes. Gibt es da noch Fragen? Sonst würde man dann so ein paar Minuten Pause machen für Toilette oder was trinken. Und dann starten wir die richtige Fragerunde. Aber wenn es gleich eine Frage gibt, damit die nicht vergessen wird, dann bitte gerne sofort. Na, dann machen wir eine kurze Pause. Sie können hier stehen, testen, das auch ausprobieren, eine Karte ziehen, das Buch anschauen, können natürlich auch alles dann nachher gerne mitnehmen, kaufen. Das Buch habe ich hier zum Anschauen hergegeben. Ja, wie teuer ist es? Ah, 1995 mit den Karten. So, kann ich nochmal zurückfahren und Ihnen das noch holen? Das ja, gerne. Wir sind noch sicher bis knapp vor 10 Tagen. Ja. Dann kann ich, wenn das zu Ende ist, nochmal nach Hause fahren. Ja, gerne, wir müssen das ja alles wegräumen. Ich musste ja die 10 Euro bezahlen, ich wusste das ja nicht. Ja, ich gerne. Ich 15, das reicht ja gar nicht. Hätte ich gerne so gut. Ja, freilich ich gerne. Gerne. Gut, dann und die Essenz, wie teuer ist die? Ah, die kleine 21,90, die Pipettenflasche, die gibt es in Pipettenflaschen und in 100 ml Sprays. Und das Spray 29,95. Ja. Ja, kann ich Ihnen auch ausruten, was Sie möchten. Sie können eine Karte ziehen. Ja, also ich lade Sie einfach ein, da so ein bisschen sich reinzufühlen. Wir werden ein bisschen mehr Licht machen. Es ist ganz einfach, mit den Naturwesen in Kontakt zu kommen. Also man sollte nicht glauben, na ich nie und ich habe es immer schon probiert. Wenn man weiß, wie in der Gruppe, dann ist natürlich auch die Gruppenenergie stützen und fördern. Ist einfach wunderbar, was man da so alles erfährt. Und ja, also ich halte Seminare in Griechenland, wie gesagt schon, in Österreich, in der Schweiz, Deutschland bis jetzt noch nicht, würde ich aber auch gerne. Also wenn Sie, ich habe auch schon Veranstalter, die es hier in Mulsum-Kundenholz veranstalten würden. Also wenn jemand in der SZ, das ist jetzt noch kein bestimmter Termin oder so, aber generell, dann bitte vielleicht nachher eine Liste eintragen, damit ich Sie verständige, wenn ich da so ein Seminar veranstalte, ja, hier in der Umgebung, so am Naturwissen. Gut.
Gut, gibt es sonst noch Fragen? Wir haben überwiegend über Wald gesprochen. Über Wald? Ja. Ich bin kein Waldgänger. Okay, an Teiche, Seen, Flüsse. Ich habe ganz ein tolles Foto von der Schweiz. Ein Mann, der sich da hingelegt hat bei unseren Kontaktaufnahmen in den Fluss. Sagenhaft, ja, wie der mit dem Fluss da eins wird und das Wasser von dem, also am Wasser ganz, ganz toll. Ja, also ich bin immer am Wasser. Wenn ich brauche, Ruhe, auch immer, bin ich am Wasser. Genau, am Wasser, aber auch, sie sind natürlich auch in Wohnräumen, das habe ich auch im Buch beschrieben. Ja? Mhm. Nicht jeder, es gibt auch Leute, die wohnen in Städten und arbeiten viel. Also auch in Wohnräumen sind sie natürlich und kann man sie, so wie ich mit der Blume, kann man auch Kontakt aufnehmen. Natürlich ist es in der Natur einfacher. Mhm. Aber man kann überall mit ihnen Kontakt aufnehmen. Zimmerpflanzen. Wo Zimmerpflanzen sind, sind Naturwesen, weil auch jede Zimmerpflanze wird belebt und erhalten von Naturwesen. Manchmal riecht man sie übrigens auch in Räumen. Wenn man so ein ganz feines, fast wie Parfum, so Blumenduft riecht, ohne dass man irgendwas gesprüht hat, ja, dann sind das auch entweder Engel oder eben so ganz feine Naturwesen. Ja. Oder im Garten, also muss nicht im Wald sein. Ja. Warum haben Sie denn gerade diese 12 gefunden? War das auch eine Eingebung? Ja, das ist mir alles eingegeben worden, ja. Ja, genau diese 12. Und von diesen 12 gibt es da immer eine Lichte- und eine Schattenseite? Oder ist es, also ich denke einfach, wenn so eine große Verletzung da ist, dann ist ja manchmal auch, da kippt die Energie so ins Traurige oder ins... Na, die bringen in die Mitte. Also die Essenz bringt einen genau in die Mitte. Das meinten Sie nicht, ja? Ich meinte wie bei dem... Gnomen oder ja. Sagten Sie, es gibt die weißen Gnomen. Ja. Und meine Frage war, ob es sozusagen auch den anderen Teil gibt. Und bei den Gnomen hatten Sie das bejaht. Es gibt, gibt's auch, ja. Aber die da jetzt erschienen sind, das sind eigentlich nur die Wohlwollenden. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass sie auch teilweise uns spiegeln. Ne? Mhm. Und wenn sie uns spiegeln, naja, dann muss es auch einige geben, die uns so ein bisschen sickieren oder ärgern, ja. Und dann habe ich noch eine Frage, also zum Beispiel bei den Sylphen, Luftwesen? Die Luftwesen, haben Sie da Erfahrung, ob das zum Beispiel mit Asthma korrespondiert oder so? Ich habe die Erfahrung nicht, aber es würde passen, ja, weil es passt auch genau zu diesem Organ und zum Atmen eben. Ne? Okay. Und wären das dann eher die Sylphen oder wären das eher die Körperwesen? Die Körperelementarwesen, die erhalten unseren Körper aufrecht, können aber nicht alles abdecken, was wir so ja, an Muster gespeichert haben. Die Sylphen. Also ich würde die Sylphen da vorschlagen, aber wenn Sie konkret wen kennen, kann man das auch für ihn eine Karte ziehen oder ich kann das auspendeln. Ja. Also rein von der Beschreibung her würden die Sylphen passen. Wenn Kinder starke Ängste haben, zum Beispiel beim Einschlafen und nicht loslassen können auf den Tag und die Bilder, die sie erlebt haben, was empfehlen Sie denn da? Also meistens bei Ängsten hilft der Gehobia, gerade bei kleinen Kindern. Mhm. Man kann es natürlich auch individuell austesten. Okay. Elfenrad so oft, aber ich teste sie immer gerne individuell aus. Gut. Ja, aber Gehobia ist sehr, sehr oft. Bei Ängsten der kleinen Kinder. Wie ist denn Ihre Erfahrung? Wie kriegen Sie dieses Wissen oder dieses an Erwachsene? Also manchmal denke ich mir, es ist so klar, was da läuft. Aber du siehst es einfach nicht. Und du bist auch gar nicht bereit, in irgendeiner Form darüber zu reden. Ja. Ja, das muss man dann lassen. Wenn die Leute nicht bereit sind. Das muss man jedem lassen. Man kann mal was anbieten und wenn man sieht, na, das fruchtet überhaupt nicht. Ich hatte gedacht, vielleicht ist ja eines dieser Sprays auch so diese Öffnung in dieser Welt. Das wäre der Tor für ein paar. Naja, da waren also für eine Familie mal die Sylphe. Ja, da hat die ganze Familie die dann gesehen am Himmel.
Und einige, doch relativ viele, über den Elfenrat. Ja. Vielleicht auch, weil die Elfen uns aus Märchen und so sehr nah sind, ja. Vielleicht, weil das in unserem Bewusstsein einfach mehr gespeichert ist, ja. Elfen am öftesten. Die würden auch so schön haben. Ja, die haben keine Angst haben. Ja, Elfen. Ja, das ist so. Ja, genau. Was ist sonst noch Fragen? Aber die Materie wird ja auch riesengroß, wenn man auch die Engel dazu nimmt. Ne? Kommen die sich nicht alle mal irgendwann ins Gehege? Die Engel sind feinstoffliche Energien, die mit der Erde an sich nichts zu tun haben. Sie helfen uns, wo wir auf der Erde sind. Ja. Ja? Aber die Naturwesen leben ja auf der Erde. Die leben ja in unseren Räumen, die leben mitten unter uns, die bauen alles auf. Also das sind ganz andere. Beide sind wichtig. Ja? Nur mit den Engeln beschäftigen wir uns ja eh schon seit vielen Jahren sehr intensiv. Die Naturwesen haben wir ein bisschen vernachlässigt. Sonst noch Fragen? Dann möchte ich Sie natürlich einladen, wir sind ja noch da. Können Sie auch individuell noch Fragen stellen? Achso, ich habe mal eine Frage. Gut Holz, wo muss man, wo ist das denn? Wo kann man sich denn da eintragen? Die ich habe es oben, auf den Tisch hingelegt, es liegen zwei Listen, da kann man sich eintragen. Ja? Ach so, ja. Hm? Soll ich schon mal losfahren oder das Geld? Gerne, ja, bitte, gerne. Sie, das war ja soweit zu Ende, ne? Ja, ja. Dann habe hab ich noch Zeit. Können Sie das schon mal signieren? Für welchen Namen? Lünemann Krisch Bärbel. Bärbel, für Bärbel schreibe ich. Ja. Ja. Gut, dann gerne. Dann, ja, Sie wissen ja, Bücher, Sätze sind alles da. Ich bin noch da. Ich würde nur vielleicht meinen Mann noch kurz einladen. Soll ich mich zuerst eintragen oder erst das? Wie Sie wollen. Habe ich hinterher auch noch Zeit? Zeit, ja. Ja. Ja, danke. Ein paar Worte zu sagen über das interessante Seminar, das er am Wochenende hält in Kuppenholz. Ach so, ja. Gibt es das kommende Wochenende, Samstag, Sonntag, ein Seminar, wo wir in das Unterbewusstsein einsteigen und da unsere Muster betrachten und lösen über Meditationen und Veränderungen und Neuvernetzung des Gehirns auf feinstofflicher Ebene und so uns Platz machen, unsere Seele wirklich zu entdecken und zu verwirklichen auf dieser Welt. Ja. Und wir werden die Naturwesen-Essenzen auch einsetzen da, was du dabei bist. Das ist und da ergeben sich interessante Zusammenhänge, die sich auf beiden Seiten gleich zeigen. Ne. Wenn wir unser Unterbewusstsein testen, indem wir so diese Gehobia-Sache ist das intensiv, wo die Selbstsabotage aufgelöst wird. Wenn jemand zum Beispiel sagt, wenn ich jemanden frage, liebst du dich? Klar liebe ich mich. Ja? Wenn das der Wunsch ist, mich zu lieben, aber ich habe irgendwo im Unterbewusstsein ein Gegenprogramm dagegen, weil ich in der Familie gehört habe, als ich gesagt habe, ich liebe mich, haben die gesagt zu mir, du bist ein Egoist. Ja? Dann ist sozusagen wie ein Unterprogramm, ein Sabotageprogramm im Unterbewusstsein drinnen. Und das Unterbewusstsein ist der nicht kontrollierbare Teil unseres Gehirns und Nervensystems. Dann wirkt das intensiver als der Wunsch, weil der Wunsch ist ja nicht erfüllter. Ne? Und das testen wir aus über Muskeltest, kinesiologisch, wo ich dann zum Beispiel sage, wenn ich so ein Sabotageprogramm in mir habe, ich liebe mich und lasse jemand anderen am besten dann einen Muskeltest mit mir machen, dann wird der weich. Weil ich habe die Gefahr, ausgeschlossen zu werden aus der Familie, wenn ich mich selbst liebe. Als ein Beispiel. Ne? Und so machen wir es mit Wertsystemen, so machen wir es mit unterschiedlichen Sachen. Und aufgrund dessen, dass die Erika dabei ist,
was ich sonst nicht mache, aber glaube ich, ab jetzt mache ich es immer, weil ich habe wieder heute Abend dazugelernt, ist diese feinstoffliche Unterstützung der Naturwesen immer, immer gegeben. Und ich sage, ich lege die Hand dafür ins Feuer, wenn wir nicht parallel dazu die passende, das passende Naturwesen zur Hilfe dazu austesten. Ja? Und das ist spannend, also wer Interesse hat, ist jetzt kommendes Wochenende, also übermorgen und Sonntag. Ja? Das kommt lang, mein aber ansonsten kommen wir wieder. Wir haben zuerst gerade mit der Katja gesprochen, ob wir nicht ein Naturwesenseminar machen. Da bietet sich der Herbst an. Also wer Interesse hat, soll sich draußen bitte auf die Liste eintragen. Dann werden wir eine Zusendung machen von der Erika, wann das stattfindet. Hatten wir ja sowieso schon mal angesprochen. Ne? Genau. Vor langer Zeit schon. Genau. Ja. Und auf meiner Homepage finden Sie auch immer wieder mal ein Video von mir, ja, wer gern sich vielleicht auch über die Zahlen oder was anderes von Naturwissen zum anschauen Beispiel möchte. Auf meiner Homepage finden Sie sehr viel, da habe ich eben Visitenkarten. In circa einer Woche diesen Vortrag noch einmal, den habe ich mit aufgenommen. Gut, danke. Also vielen Dank fürs Kommen, fürs Zuhören. Und wer noch Fragen hat, gerne, ich bin noch da. Dankeschön. Danke. Gerne. Ja. Oder werden wir noch eine Karte ziehen, ja. Wir machen das auch.